Es gibt schon echt einige Solarzellen in der Stadt. Zum Beispiel hier auf dem Dach der Mensa am KIT. Aber reicht das wirklich für die Energiewende? Hi, ich bin Lisa. Ich studiere Medizintechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Dafür ist auch einiges an Elektrotechnik notwendig. Und die Energiewende geht uns ja schließlich alle was an. Ich besuche heute Lukas Wagner an der Universität Marburg. Er forscht daran, Solarzellen zu verbessern. Hallo Lisa, schön, dass du gekommen bist. Hi Lukas, schön hier zu sein. Du hast Elektro- und Informationstechnik am KIT studiert und arbeitest jetzt hier an der Uni Marburg. Was braucht man eigentlich, um wirklich große Mengen Strom aus Sonnenlicht zu erzeugen? Um klimaneutral zu werden, müssen wir riesige Mengen Photovoltaikanlagen aufbauen. Laut unserem Bundeskanzler täglich in Deutschland allein 40 Fußballfelder. Dafür braucht es eine neue Generation an Solarzellen. Die müssen noch effizienter sein, um Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Und am besten sollten wir die Solarzellen noch kostengünstiger und klimafreundlich hier in Deutschland produzieren. Komm ruhig rein! Kostengünstige Solarzellen? Was bedeutet das konkret? Hängt das mit den verwendeten Materialien zusammen? Letztendlich schon, ja. Wir verwenden heute Perovskit-Solarzellen. Die sind sehr dünn und verbrauchen dadurch wenig Materialien, sind aber vor allem druckbar. Das heißt, man braucht keine komplizierten, energieintensiven Herstellungsschritte mehr. Man erstellt sie einfach mit speziellen Druckern. Wow, das ist interessant. Woran forschst du denn konkret? Ich arbeite daran, dass man wirklich alle Schichten der Solarzelle drucken kann. Da experimentiere ich insbesondere mit Graphit als Kontaktschicht. Und dann entwickle ich Messmethoden, um zu überprüfen, wie gut ich mit diesen Kontakten den Strom aus der Solarzelle leiten kann. Hast du denn Photovoltaik schon während des Studiums interessant gefunden? Ich wollte schon immer irgendwas mit erneuerbaren Energien machen. Mein Schlüsselerlebnis war dann die Vorlesung Festkörperelektronik am KIT. Das hat mir dann den Weg vorgegeben, in die Solarzellenforschung zu gehen. Ja, die Perovskite sind jetzt seit 10 Jahren ein ziemliches Forschungsthema. Ich bin ja noch am Anfang von meinem Studium und kann mir schwer vorstellen, wie man hinterher zu seinem Beruf kommt. Wie war dein Werdegang? In den ersten Semestern des Elektro- und Informationstechnikstudiums bekommt man einen sehr breiten Einblick. Irgendwann merkst du, was dir Spaß macht und was dir liegt. Bei mir war das die Photovoltaik. Über meine Masterarbeit und ein Praktikum habe ich dann weitere Kontakte geknüpft und dann später in Freiburg meine Doktorarbeit geschrieben. Und was hat dir da am KIT geholfen? So ganz von alleine geht das ja nicht. Naja, eine gute Betreuung ist schon wichtig. Und die hatte ich am KIT. Das kann dann Türen für die Zukunft öffnen. Aber man muss auch den Mut haben, nach Rat und Hilfe zu fragen. Dann findet man schon einen Weg. Hast du noch einen Tipp für Studieninteressierte, den Mathe und Physik liegt? Es gibt natürlich viele spannende Fächer. Für mich war das Studium der Elektro- und Informationstechnik am KIT super, weil es Naturwissenschaften mit der praktischen Anwendung verknüpft. Und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, an so einem spannenden Thema zu arbeiten und auch die Energiewende selbst ein Stück weit voranzubringen. Schönes Abschlusswort. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und danke für die tollen Einblicke. Gerne. Und dir viel Erfolg im Studium und viele offene Türen. Die nehme ich gerne. Danke.